Als die Assassinen ein Erdbeben auslösen, sind hier zum Glück nur wenige betroffen. Hi Leute, willkommen zurück bei Assassin's Creed. Die Rogue. Und wir sind mit Haysom hier alleine. Oh, Pinguine. Wie schön, wenn es nur nicht so verdammt kalt wäre. Ja, ne? Seid vorsichtig. Das Eis ist teilweise recht dünn. Wir sind schon drüben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wir klettern jetzt diese Rille hoch. Ich frage mich, wie man sich da drin festhalten kann. Krallt man sich links und rechts fest, oder? Wie schaut das Ganze aus? So. Hopp. Er hat gerade Auge gesagt, muss sein. Eine starke Truppe mitgebracht. Wahrscheinlich, weil nicht alle unter diesen Bedingungen überleben. Ja, ist durchaus möglich. Wie trist. Aber wir sind in der Unterzahl. Bleiben wir unsichtbar und vermeiden unnötige Kämpfe. Eure Assassinen würden euch kaum wiedererkennen. Kommt, betreten wir die gute Stufe. Und so, schnell mal weg. So. Hier ist niemand. Du hast nichts gesehen. Du hast auch nichts gesehen. Hat er gesagt, you shall not pass? Hat er gesagt, oder? So, schnell mal hier rein. Oh, wir müssen hier die Leiter hoch. Schwupps. Ah, hey, hey, hey. Nein, nicht runter. Hoch. Ach, Shay. So. Oh, oh. Ja, ich wusste es. Ich finde einen anderen Weg. Das war sowas von klar, dass man getrennt wird. Das war doch nicht anders zu erwarten. Guten Tag. Macht's gut. Okay. Da sind zwei. So. Macht's gut. So, der ist alleine. Mach's gut. Weg ist er. Ich bin echt gespannt, was hier passiert in diesem Tempel. Ich würde gerade sagen, hoffentlich nicht in das kalte Wasser. Da ist einer. Oh, wir haben nicht mehr viele Schlafpfeile. So, schnell mal weg. Den. Zack, mal schnell Attentaten. War ein Attentaten. Also, ich sage jetzt einfach mit Absicht so Attentaten. So. Return to the ground. Zack. Wow. Wir sind so langsam da beim Tempel. Komm, rüber. Das war gerade knapp. Der hätte uns nämlich gerade mal schön treffen können. Aber wir kommen dem Tempel immer näher. Und ich würde sagen, da ist er. Das heiße. Wow. Alles klar. Autsch. Nicht mehr geschafft. Das erinnert mich irgendwie so an Star Wars. An Star Wars Episode 1. Diese Dinger. Zack. Wow, also das ist schon mal ein krasses Stück hier. So. Ja. Wow. Los, rüber.
Das ist cool gemacht. Also es sind interessante Kletterpassagen auf jeden Fall. Nein! Ach, was machst denn du da? Ach, Shay. So war das doch gar nicht gemeint. Ich möchte jetzt ungern mich fallen lassen. Weil da habe ich ein ganz ungutes Gefühl, was da so passieren könnte. So. Zack. Ah, ja. Wow. Wir haben wirklich nur diese kleine Lücke, um da ranzuspringen. So. Okay, wir müssen hier hoch. Okay, dann müssen wir hier runter. Geht das da eigentlich auch nochmal weg, oder? Nee, wir müssen... Kann man da nicht hoch? Oder gibt es hier nochmal was? Weil da hinten sind ja auch nochmal so große Dinger. Ah. Nicht ganz geklappt gehabt. Das Herz des Tempels erreichen. Entschuldigung, Hasem. Ich wollte einfach nur mal weg. Da sind sie. Fast. Der Apfel? Nein, fass dir bloß nichts an. Shay hatte recht. Was weiß der schon? Mehr als ich offensichtlich. Endlich versteht ihr es. Achilles, dies ist eine Struktur, die die Welt zusammenhält. Kein Instrument der Kontrolle. Das ganze Ungemach wäre vermeidbar gewesen, hättet ihr mir nur zugehört. Respektlos bis zum Ende. Ja, wir arbeiten daran. Reicht oder nicht, Shay? Ihr habt uns alle betrogen. Achilles und mich. Sagt der Mann, der mir in den Rücken schoss. In der Siedlung? Das war der Chevalier. Ich treffe immer. Liam, nein! Oh. Verdammt. Es musste ja so kommen. Wir jagen natürlich Liam hinterher. Und das Ganze geht von vorne los. Genau. Ach du Kacke, wird mich verarschen. Genau wie in Lissabon. Also diese ganze Kacke jetzt hier noch einmal. Oh Gott. Ich hoffe, wir schaffen das wirklich unbeschadet. Ich habe nämlich eigentlich ein ganz mieses Gefühl. Ob wir... Wow. Ich wusste es. Wir natürlich den längeren, gefährlicheren Weg gehen müssen. Wie, das ist so krass. Lissabon war das schon heftig. Aber ich finde, bei Lissabon hat das ganz andere, noch eine ganz andere Atmosphäre gehabt, weil es einfach mal eine bevölkerte Stadt war. Das hier ist einfach mal ein fetter Eistempel, sage ich jetzt mal. Das ist eine ganz andere Mentalität. Ah, wow. Was nicht von Liam erschießen, treffen lassen, wäre angebrachter gewesen, Leute. Musstet ihr das verdammte Manuskript und die Schatulle hierher bringen, Liam? So. Die Vorwürfe-Schatulle ist sicher, Shay. Der Chevalier hat dafür gesorgt. Ihr findet sie niemals. Ah. Muss ja nur noch schnell sein, ey. Leiche, Shay. Tut mir leid. Wart ihr das? Nein. Sprecht. Wir waren's nicht. Wir haben nur so getan. Wow, lauf weiter ab. Das Glück verlässt euch. Ui. Er hat gerade geschossen. Ihr kommt hier nicht mehr raus, ihr Bastard. Du kommst hier nicht mehr raus. Oh.
Zack. Zack, boom. Einfach, ich hätte ihn jetzt einfach komplett runtergekickt. Wow. Das war Glück. Wie oft soll ich es denn noch sagen, Liam? Ich mache mir mein Glück. Und wie macht ihr das? Bastard? Brecht die Assassinen? Brettelt jeden von uns? Paktiert mit unseren Feinden? Und wofür? Um die Welt zu retten. Ich hoffe, diese Welt ist eine gute. Also wir sind so relativ gut unbeschadet und Liam ist tot. Interessant. Auf jeden Fall sollen wir unser Schiff jetzt erreichen. Damit haben wir eigentlich so gut wie alle Assassinen getötet. Den wir zu tun hatten. Achilles tötet man ja natürlich nicht. Denn sonst würde Teil 3 nicht geben. Nein, du! Warum nicht? Achilles ist jetzt harmlos. Ein Mentor ohne Gefolge. Was für eine Welt erschaffen wir, wenn es keine Gnade gibt. Ferner, er versteht, was diese Vorläuferstätten sind. Ohne ihn setzen die Assassinen die Suche fort. Guter Punkt. So, haben wir eigentlich 100%? Genau, er hat uns ja nicht getroffen. Ah, stimmt, er war ja ein Krüppel. Vergesst niemals, was hier geschah. Ich nicht. Stimmt, er ist ja, hat er den Hinkebein gehabt. Wird es. Stimmt. Der ist ja auf, hat er einen Krückstock im dritten Teil. Was geschieht nun? Master Gist hat die Aufgabe, alle verbleibenden Spuren der Assassinen auszulöschen. Master Weeks und die anderen helfen ihm, natürlich. Achilles hat alles verloren. Er wagt sich nicht aus seiner Heimat. Sicher nicht. Shay, die Suche nach den Vorläuferstätten ist vorbei. Doch die Schatulle. Ihr werdet sie für den Templerorden und mich finden. Sie kann überall auf der Welt sein. Ihr könntet Jahre brauchen, sie zu finden. Vielleicht euer ganzes Leben. Seid ihr für diese Aufgabe bereit? Gut. Deshalb kommen wir sicherlich nach Paris. Wegen dieser Schatulle. Unglaublich. Wer hätte gedacht, dass Shay so viel Potenzial hat? Also gehe ich jetzt mal davon aus. Ich habe alles, was ich brauche, um unseren Auftrag abzuschließen. Nur noch ein Strohkopf. Wir müssen Shay's Story hochladen. Nicht in die Helix. Ich will, dass ein paar Leute sehen, was wir hier gefunden haben. Der Typ macht mir irgendwie Angst. Ins Untergeschoss. Was ist denn wieder im Untergeschoss? Ja, werden wir gleich erfahren. Server. Ah, ach so, das ist... Belohnung für Ihre Dienste verleihe ich Ihnen die Level 3 Security-Freigabe. Ab jetzt sind Ihnen keine Türen mehr versperrt. Herzlichen Dank. In ferner Vergangenheit hatten die Assassinen ein nobles Ziel. Den Frieden. Aber über die Jahrhunderte verwandelte es sich in ein weit gefährlicheres. Freiheit. Shit. Was ist oh. Ein kleiner Rück. Dort! Folgen Sie den Lichtern und Sie sind da!
Ja. Sie sterben nicht, wenn Sie den Lichtern folgen. Tja. Ich hab Sie doch nicht verwirrt. Folgen Sie den Lichtern. Ja, ich folge. Beeilung, Strohkopf. Jetzt kommt es darauf an. Ja, ist doch in Ordnung. Ihr Koordinator sollte funktionieren. Die Assassinenbruderschaft existiert noch heute. Und sie bleibt ihrer törichten Sache treu. Ich bin ein Tempelritter. Ja, ich wüsste es. Ich schütze die Welt vor den Assassinen. Ja, ja. War doch nichts anderes zu erwarten, oder? Heute haben Sie mir in dieser Rolle geholfen. Bitte, starten Sie die Server. Gott, wie sieht das denn hier aus, ey? So, irgendwo, wo ist denn dieser Master Server? Da ist der Master Server. So. Zack, 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 zack. Und blub. Haben wir's. Kern repariert. Otso Berg, der große Star des Anime-Trainingsprogramms. Zeigen Sie, was Sie können, arrogantes Arschloch. Wenn Sie wollen, Master Cross. Ich glaube, mein Training ist bald vorbei. Meinen Sie nicht auch? Was ist so lustig? Ich habe mich in Ihnen getäuscht. Sie sind nicht arrogant, sondern einfach völlig verblödet. Oh. Ihr Körper, Ihr Geist, Sie gehören nicht mehr Ihnen. Verstehen Sie? Alles, was Ihnen bleibt, sind Stimmen. Ich leide nicht unter Ihrem Zustand. Meine Animus-Sitzungen waren sorgfältig. Nein, nein, nein! Meine Stimmen sind Geister. Tod. Daher sagen Sie immer wieder dasselbe. Wieder und wieder und wieder und wieder. Aber die in Ihrem Kopf werden niemals sterben. Sie gehören jetzt Ihnen. Ich bin demütiger Diener des Ordens. Ihr seid nicht mal mehr eine Person. Ihr seid ein Werkzeug, eine Waffe, ein Spielzeug. Wir sind hier fertig. Und in Ihrer glorreichen neuen Weltordnung ist kein Platz für zerbrochene Spielzeuge wie uns. Okay, interessant. Hier mache ich dann erstmal Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, belohnt mich auch mit einem Daumen nach oben und schaltet beim nächsten Part von Assassin's Creed Rogue wieder ein. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut.